Bonjour et bienvenue dans Xenius, dans la région de la Ruhr, au nord de l'Allemagne. Ich fahre durchs Ruhrgebiet, ausnahmsweise allein, denn Dotter ist heute leider krank. Es geht hier wahrscheinlich wie vielen, wenn sie krank sind. Mediziner versuchen erstmal eine Diagnose zu stellen mit allen möglichen Sinnen. Sie vertrauen ihren Ohren und hören hinein in den Körper. Oder sie vertrauen ihren Augen und schauen hinein. Es gibt aber Menschen, die behaupten, dass man Volkskrankheiten wie Lungenkrebs oder Diabetes allein mit diesem Sinn hier diagnostizieren kann, dem Geruchssinn. Geht das wirklich? Krankheiten erschnüffeln? Und was sind das für Supernasen, die Diagnose erstellen können anhand kleinster Veränderungen von Körperausdünstungen? Hier kommt gleich Kandidat Nummer 1. Diese Ratte hat eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann die Krankheit Tuberkulose erschnüffeln. Beutelratten wie sie haben damit schon vielen hier das Leben gerettet. Im Grenzgebiet zwischen Tansania und Mosambik werden sie deshalb behandelt wie kleine Helden. Eine Beutelratte auf ihrem nächtlichen Streifzug. Ihre Nase ist sehr viel empfindlicher als ihre Augen. Heute Nacht lockt sie Essensduft. Trotz allem gelten Ratten auch in Afrika als Schädlinge, die Krankheiten übertragen und Ernten zerstören. Ihr Schicksal führt die Ratte zur belgischen Organisation Apopo. Hier soll sie zu einer Schnüffelexpertin ausgebildet werden. Und hier bekommt sie auch einen Namen: Miss Marple. Miss Marple ist intelligent, neugierig und hat einen überragenden Geruchssinn. Der Belgier Bart Wietjens hatte vor einigen Jahren die Idee, eine Rattenschule in Tansania zu gründen. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Ratten. Sie sind wundervoll. Leider haben die Menschen oft ein falsches Bild von ihnen. Und mit diesem Training können wir dieses schlechte Bild korrigieren. Wir können zeigen, dass Ratten sehr nützlich sein können. Auch Miss Marples Nachkommen erwartet eine intensive Ausbildung. Während ihre Mutter auf den Geruch von Sprengstoff trainiert wird, lernen ihre Kinder Tuberkulose am Geruch zu erkennen. Bart Wietjens musste viel Überzeugungsarbeit leisten, um Spendengelder zu sammeln und Unterstützer zu gewinnen. Am Anfang war es sehr schwierig. Die Leute glaubten mir nicht. Sie lachten mich aus und dachten, das wäre ein Scherz. Wir haben es aber ernst gemeint. Und mit der Hilfe von Professoren der Universität Antwerpen mussten uns die Leute ernst nehmen. Der Einsatz hat sich gelohnt. Inzwischen ist die erste Rattengeneration nach internationalen Standards als Minensucher zertifiziert. Miss Marples Tochter beim Training. Schnüffelt sie an mit Tuberkulose infizierten Speichelproben, dann löst der Trainer ein Klickgeräusch aus. Dazu bekommt die Ratte Bananenbrei als Belohnung. Sie lernt, den Geruch von Tuberkulose mit der Aussicht auf eine leckere Belohnung zu verbinden. Miss Marple selbst hat diese Art von Training auch ein Jahr lang absolviert. Mit dem Unterschied, dass sie damals dem Geruch von Sprengstoff auf der Spur war. In Mosambik, dem Nachbarland von Tansania, haben 30 Jahre Bürgerkrieg etwa 2 Millionen Landminen hinterlassen. Miss Marple hat hier ihren großen Einsatz. Eine Ratte kann sich unbefangen auf dem Feld bewegen. Mit 1,5 Kilogramm ist sie zu leicht, um eine Mine auszulösen. So kann sie 4-mal so viel Fläche sondieren wie ein Mensch in der gleichen Zeit. Auch Miss Marples Tochter ist inzwischen eine fertig ausgebildete Spürratte. Wittert sie den Geruch von Tuberkulose, so verharrt sie für einige Sekunden und wartet auf das Klickgeräusch, das eine leckere Belohnung ankündigt.
Die Tiere kommen nicht in Kontakt mit dem Patienten, denn Ratten sind immer noch nicht so akzeptiert, dass man sie an Patienten einsetzen könnte. Die Tiere bleiben im Labor. Wir sammeln Proben nach einer Standardprozedur und bringen sie ins Labor. Dort werden sie inaktiviert und dann von den Ratten über den Geruch analysiert. Mit der üblichen Laboranalyse konnten in Tansania bislang weniger als die Hälfte der später Erkrankten diagnostiziert werden. Ratten nehmen selbst sehr geringe Bakterienkonzentrationen wahr. Außerdem ist die Rattendiagnose schneller. Ein Laborant kann bis zu 40 Proben am Tag untersuchen. Eine Ratte dagegen braucht für die gleichen 40 Proben nur 7 Minuten. In der Standardmethode der WHO wird der Auswurf mikroskopisch untersucht. Kombiniert man das mit der Rattenuntersuchung, dann können wir signifikant mehr Fälle entdecken. In den letzten 3 Jahren haben die Ratten mehr als 1500 Tuberkuloseerkrankungen entdeckt. Ein Grund mehr, Miss Marple und die anderen Ratten zu feiern. Ja, nicht nur Ratten haben einen super Geruchssinn, sondern auch Hunde. Deswegen bin ich jetzt mit einer Ärztin verabredet und ihre Diabetiker war ein Hund. Frau Dr. Wittek. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Und der Hund ist? Taka. Taka, hallo Taka. Also Sie behandeln Menschen mit Diabetes, mit also Zuckerkrankheit. Und der Hund hier kann Menschen mit dem lebensgefährlichen Zustand der Unterzuckerung erschnüffeln. Mhm. Riechen diese Menschen anders? Ja, das wissen wir auch, dass die Stresssituation einen besonderen Geruch auslöst. Ja. Und die Unterzuckerung ist als lebensgefährlicher Zustand für den Diabetiker extreme Herausforderung für den Körper. Und damit schüttet er dann Stresshormone aus. Und diese Stresshormone, die machen den besonderen Geruch. Und was macht der Hund Taka, wenn jemand unterzuckert ist? Die habe ich so konditioniert, dass sie, wenn sie den Geruch wahrnimmt, stupst mich von der Seite in den Oberschenkelbereich, links oder rechts. Und dann versucht sie, ein Päckchen mit Traubenzucker und Blutzuckermessgerät mir bringen. Entweder ist das wie jetzt nur an meinem Hosenbein. Das hier? Oder, ja, oder wow. Liegt das irgendwo in bekannten Stelle zu Hause. Wir sind beide keine Diabetiker, aber können wir das trotzdem vorführen, eventuell? Wir können das versuchen. Ich habe eine Geruchsprobe von einer Patientin, die bei der Unterzuckerung sich den Schweiß abgewischt hat. Und die habe ich mit. Darf ich das auch probieren? Ja, bitte. Sie können das in die Hand nehmen. Taka ist gewöhnt, an den Händen zu schnüffeln, weil auch da ist der Geruch. Taka? Taka. Gebe. Warum das sogar? Tak! Ja! Hat sie das wahrgenommen und jetzt versucht sie. Aber das brauche ich jetzt in dem Fall. Ja, top. Danke, danke. Und was gibt es hier drinnen? Da ist der flüssige Traubenzucker und Blutzuckermessgerät. Ich bin erstaunt, wenn es so gut funktioniert, warum werden diese Hunde nicht massiv eingesetzt bei Diabetiker wie Führhunde bei Blinden? Das ist auch die Frage, die wir uns gestellt haben. Und in der Medizin, insbesondere bei solchen Situationen, muss er sicher sein. Deswegen versuchen wir auch, das zu klären, wie gut der Hund funktioniert, wie sicher die Anzeige ist. Ja, diese Alarmanlage auf vier Pfoten kann auf jeden Fall vieles riechen, was für uns Menschen verborgen bleibt. Deswegen fragen wir uns, warum können Tiere so viel besser riechen als wir? Ja? Gute Schnüffler wie Ratten erfahren durch den Geruch auch, wie es im Inneren ausschaut. Auch Hunde haben so feine Nasen, dass sie Krankheiten am Geruch erkennen können. Der Mensch braucht dafür andere Methoden, denn unser Riechorgan wirkt im Vergleich reichlich verkümmert. Das Riechen ist der älteste Sinn. Selbst Einzeller können riechen, also flüchtige chemische Verbindungen in der Umgebung wahrnehmen. Sie nutzen diese Fähigkeit für die Fortpflanzung. Direkt nach der Geburt kann ein Säugling noch nicht gut sehen. Der Geruch weist ihm den Weg zur mütterlichen Brust. Auch später im Leben spielen Gerüche eine wichtige Rolle. Der Geruch von Nahrung wirkt anregend, schlechter Geruch warnt vor Verdorbenem.
Mit jedem Atemzug gelangen Duftmoleküle in die Nase zur Riechschleimhaut. Riechrezeptoren übersetzen dort die chemischen Signale in elektrische Impulse. Der Mensch hat 350 Arten von Geruchsrezeptoren. Richtig gute Riecher wie Ratten haben dreimal so viele. In den Genen lässt sich ablesen, dass einst auch der Mensch über ähnlich viele Geruchsrezeptoren verfügte. Doch im Lauf der Evolution wurden rund zwei Drittel dieser Gene durch Mutation funktionsunfähig. Das beschränkte Sortiment an Rezeptoren ist jedoch nicht allein der Grund für unsere bescheidene Riechfähigkeit. Von der Nase werden die Reize weitergeleitet ins Gehirn, in den Riechkolben. Dort werden die Informationen in winzigen Rechenstationen, den Glomeruli, gebündelt. Von hier gelangen sie zur Riechrinde, wo der Geruch uns bewusst wird. Bei Ratten und Hunden ist das Riechzentrum des Gehirns 10-mal größer als bei uns. Hunde und Ratten können jedoch auch aus einem weiteren Grund besser riechen. Sie tragen ihre Nasen dicht am Boden, wo die Konzentration an Duftstoffen am größten ist. Wir tragen unsere Nasen ein Stück höher. Und vielleicht haben wir mit dem aufrechten Gang das Riechen verlernt. Also am Boden rieche ich auch nichts anders als sonst. Es liegt wahrscheinlich an meinem Mangel an Geruchsrezeptoren und meine Mini-Riechrinde. Frau Dr. Wittek, Hunde können laut einiger Studien nicht nur Unterzuckerung erkennen, sondern auch Krebsarten. Was haben die schon im Test erschnüffelt für Krebsarten? Gibt es schon Studien in der Welt, die die Hundenase versucht haben, da einzusetzen bei verschiedenen Krebsarten. Das ist einmal der Lungenkrebs, der Darmkrebs, Nierenkrebs, Brustkrebs und der schwarze Krebs, der Hautkrebs. Die Menschen haben bei der Tumorwachstumsphase wahrscheinlich veränderten Körpergeruch, was dann abgesondert wird, ist aber noch von der weiten Entfernung zu betrachten, dass die Hunde in der Praxis eingesetzt werden. Danke, Frau Dr. Wittek. Ja, die Wissenschaft versucht natürlich schon längst, eine tierische Supernase nachzumachen, künstlich. Und was so eine elektronische Nase schon erschnüffeln kann, das sehen wir jetzt. Ein Patient wird untersucht. Verdacht: Herzschwäche. Der Kardiologe Ralf Sober führt einen Katheter in ein Blutgefäß ein und steuert damit das Herz an. Wie auch andere Methoden zur Diagnose der Herzschwäche, so ist auch diese aufwendig, teuer und nur etwas für spezialisierte Ärzte. Doch Ralf Sober ist überzeugt, dass es auch eine ganz einfache Methode gibt. Er will Herzschwächen am Geruch erkennen. Zusammen mit dem Medizintechniker Andreas Voss bespricht er seinen kühnen Plan. Noch wissen die beiden nicht, wonach ein krankes Herz riecht. Doch sie wissen, dass jede Erkrankung zu Stoffwechselveränderungen führt. Bei der Herzschwäche steigt beispielsweise die Konzentration von Stresshormonen im Blut. Um diese winzigen Veränderungen über die Hautgase wahrzunehmen, braucht man eine ganz besonders feine Spürnase. Verändert sind diese Faktoren. Für uns wäre es halt wichtig, dass wir einen Sensor haben, der genauer oder sensitiver ist als unsere menschliche Nase, weil wir genau wissen, dass bei Herzinsuffizienz wir Menschen riechen da eigentlich nichts. Also wir brauchen schon eine spezielle Sensorentwicklung. Genau. Voss und Sober wollen deshalb eine elektronische Nase entwickeln. Die Idee, Krankheiten am Geruch zu erkennen, ist an sich nicht neu. Bis vor etwa 150 Jahren lernten Medizinstudenten noch, ihre eigene Nase zur Diagnose einzusetzen. Das Riechen hat auch aufgrund von mangelnden anderen diagnostischen Möglichkeiten im Altertum eine sehr große Rolle gespielt. Zum Beispiel in der Erkennung von Zuckererkrankungen, Lebererkrankungen haben die alten Mediziner durchaus ihren Geruchssinn eingesetzt. Und einen Stoff hielten sie dabei für besonders aufschlussreich. Bei der Harnschau prüften die Ärzte bis in die frühe Neuzeit Farbe, Geschmack und Geruch des Urins. Die Methode geht zurück auf Hippokrates, den Vater der modernen Medizin. Er hielt den Geruch jedoch noch in anderer Hinsicht für bedeutsam. Von ihm stammt auch die Lehre, wonach Gerüche Krankheiten übertragen. Besonders gefürchtet waren im Mittelalter die Ausdünstungen der Pestkranken, die fürchterlich gestunken haben. Die Ärzte trugen deshalb Masken mit eingelegten Duftsäckchen.
Diese Lehre ist längst widerlegt. Doch was blieb, ist die Verbindung zwischen Geruch und Krankheiten. Diese wenig spektakuläre Konstruktion ist eine elektronische Nase. Eines Tages soll sie den Geruch von Herzkrankheiten erschnüffeln. Sie übersetzt Gerüche in elektrische Signale. Die elektronische Nase soll dabei aber um ein Vielfaches sensibler sein als eine Menschennase und auf winzige Duftstoffspuren reagieren. Doch bevor sich der Sensor an Patienten versuchen darf, testet Andreas Voss ihn mit Gewürzen. Der Sensor soll beweisen, dass er überhaupt in der Lage ist, verschiedene Gerüche zu unterscheiden. Je nachdem, ob der elektronischen Nase Knoblauch oder Rosenpaprika vorgesetzt wird, sollte sich die elektrische Leitfähigkeit ändern. Gewürze, die sich aus ähnlichen Stoffen zusammensetzen, sollten zu ähnlichen Kurven führen. Gut, schauen wir mal. Das Grundprinzip bei der elektronischen Nase, wie wir sie verwenden, ist der Metalloxidsensor. Ein Metalloxidsensor reagiert auf umgebende Gasgemische durch Veränderung seiner Leitfähigkeit. Wenn man weiß, welche Gasgemische bei der Herzschwäche austreten, kann man die elektronische Nase darauf eichen. Deshalb wurden an der Uniklinik Jena Duftproben von Herzpatienten gesammelt. Die Proben werden von einem Gaschromatographen in ihre Bestandteile zerlegt und analysiert. So erhalten die Wissenschaftler erste Hinweise, wonach eine Herzschwäche riecht. Erster Patientenkontakt für die elektronische Nase. Eine halbe Stunde dauert die Messung über den Hautschweiß. Dann wird die Duftdiagnose mit den Ergebnissen der anderen Methoden verglichen. Wir haben in unserer Studie Patienten mit verschiedenen Graden an Herzschwäche untersucht, Patienten mit leichter, mittelschwerer und schwerer Herzschwäche. Und wir konnten aufgrund unserer Messungen diese Patienten zu über 85% differenzieren und sie der richtigen Gruppe zuordnen. Und das ist in der Medizin schon ein sehr guter Wert, da wir nie eine 100%ige Sicherheit haben. Vielleicht steht Hausärzten mit der elektronischen Nase schon bald ein Instrument zur Verfügung, um Herzschwäche schnell und günstig zu diagnostizieren. Das ist erstaunlich, was man alles aus dem Schweiß erschnüffeln kann. Ich bin jetzt zum Biomedizinzentrum hier in Dortmund gefahren, denn hier möchte ich eine weitere elektronische Nase kennenlernen. Dr. Bombach? Oh. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Hallo. Sie haben dieses Gerät entwickelt, das angeblich in unserer Atemluft ein Frühstadium von Lungenkrebs erkennen kann. Wie kann es funktionieren? Wenn jemand eine Erkrankung hat, zum Beispiel Lungenkrebs, können wir 10 Milliliter aus Atemluft nehmen. Und diese 10 Milliliter, die jemand direkt in dieses Mundstück atmet, werden mit einem Spektrometer analysiert und unterschiedliche Inhaltsstoffe in der Ausatemluft können mit Krankheiten verbunden sein und man bekommt Signale, die zum Beispiel auf Lungenkrebs hinweisen. Ja, wenn Sie das so sagen, klingt es ganz einfach, aber kann man das ausprobieren? Ein Test auf Lungenkrebs kann nur ein Arzt machen. Was wir Ihnen vorschlagen können, wir schauen Ihre ganz normale Ausatemluft an und wir geben Ihnen ein Bonbon und Sie sehen den Unterschied. Ja, das klingt viel sympathischer. Ist es dasselbe. Wollen wir das anschauen? Ja, gern. Hier. Sie sehen, diese Signale sind in Ihrer Ausatemluft immer da. Ohne Bonbon? Ohne Bonbon, ganz normal. Einige Inhaltsstoffe sind da. Und hat jetzt Ihre Hightech-Nase einen Unterschied im Atem gerochen? Ganz bestimmt. Sie schauen, was passiert, wenn Sie ein Bonbon halten. Das ist aber ganz harmlos, das ist Menthol.
Die Bonbons sind mentholhaltig, man findet das Menthol in der Außenluft. Und bei Lungenkrebs, wie könnte es dann aussehen? Also ein typisches Signal für Lungenkrebs wäre dieses. Das heißt, wenn dieses große Signal auftritt, dann ist es ein Hinweis für einen Arzt, dass ein Lungenkrebs diagnostiziert werden könnte. Wird das Gerät schon eingesetzt bei Ärzten? Ja, das Gerät wird bei verschiedenen Kliniken in Deutschland, in Großbritannien und in Japan eingesetzt. Bis es zum Hausarzt kommt, wird noch etwas Zeit vergehen. Das liegt daran, dass es an einer großen Population von Menschen, also an vielen Personen, getestet werden muss. Und dieses läuft gerade. Danke, Dr. Bambach. Ja, Krankheiten lassen sich also mit Hilfe des Geruchssinns tatsächlich diagnostizieren. Aber wenn der Geruchssinn selbst verloren geht, dann kann das auch ein Hinweis sein für eine Krankheit. Den Duft von Blüten, leider kann ich den auch nicht mehr wahrnehmen. Er riecht keine Blumen, keine Erde und auch kein frisch geschnittenes Gras. Hartmut Kasch ist um eine Sinneswahrnehmung ärmer. Sein Geruchssinn ist gestört. Der Riechverlust ist schon ein einschneidendes Ereignis. Dass irgendwas mit dem Riechsinn nicht stimmt, fing so circa vor 2 Jahren an. Als ich merkte, dass im Verlauf des Tages ich irgendwas gerochen habe, konnte allerdings nicht orten, woher dieser Geruch stammt. Ich konnte auch und kann das auch nicht erklären, wonach das gerochen hat. Weiter ging es dann so, dass ich irgendwann mal mitgekriegt habe, dass ich nicht nur einen unbekannten Geruch in der Nase habe, sondern dass ich auch Dinge plötzlich nicht mehr riechen konnte, die ich früher noch vernünftig und gut riechen konnte. Und mit dem Riechen ließ auch das Schmecken nach. Denn ein Großteil des Geschmackserlebens wird über die Nase vermittelt. Das ist für die meisten Betroffenen besonders belastend. Ich bin nur noch in der Lage, die 4 Grundgeschmacksrichtungen wahrzunehmen: süß, sauer, salzig und bitter. Und die gesamten Nuancen, die dazwischen drin sich befinden, die nehme ich halt nur nicht mehr so in dem Sinne wahr, wie das vor der Erkrankung gewesen ist. Der Geschmacksverlust ist für viele der Hauptgrund, etwas gegen die Riechstörung zu unternehmen. Auch Hartmut Kasch will wissen, warum er nichts mehr riechen kann. In der Riechsprechstunde wird als erstes geprüft, ob die Ursache in der Nase zu finden ist. Wir sehen jetzt auf der rechten Seite Ihre Scheiderand und auf der linken Seite sind die Schwellkörper der Nase zu sehen. Man sieht, dass die Riechspalte selber frei ist und nicht verlegt durch einen Prozess, wie zum Beispiel durch Nasenpolypen, die ein Riechen verhindern würden. Bei der Nasendurchflussmessung wird kontrolliert, wie gut Luftströme die Nase passieren. Doch an der Atmung scheint es bei Herrn Kasch nicht zu liegen. Jetzt wird getestet, wie sehr sein Riechvermögen eingeschränkt ist. Was ich noch riechen kann, ist zum Beispiel der Geruch von frischen Orangen oder von Zitrusfrüchten im Allgemeinen, weil das doch ein sehr starker Geruch ist. Rauch, Klebstoff, Schuhleder oder Gras. Stift 3, Honig, Vanille, Schokolade oder Zimt. Sich festlegen, bitte. Vanille. In seiner Nase wurde keine Ursache gefunden. Deshalb ist jetzt sein Kopf dran. In seltenen Fällen kann einer Riechstörung eine ernsthafte Erkrankung des Gehirns zugrunde liegen. Der Verlust des Riechsinnes ist eines der ersten Symptome von Alzheimer oder Parkinson. Im Kernspintomographen lässt sich feststellen, ob ein Tumor die Riechbahn stört oder das Riechzentrum verletzt wurde. Entwarnung für Hartmut Kasch. Auch der Gehirnscan zeigt keine Auffälligkeiten. Da es in Hartmut Kaschs Familie auch keine Fälle von Parkinson oder Alzheimer gibt und keine Symptome für diese Krankheiten vorliegen, hält der Arzt diese Ursachen für unwahrscheinlich. Für Hartmut Kasch bleibt die Erkenntnis, zu den 15% zu zählen, bei denen keine Ursachen für den Riechverlust festgestellt werden können.
Der arme Mann. Es gibt übrigens Studien, die behaupten, dass Männer sowieso viel schlechter riechen können als Frauen. Ich habe persönlich meine Zweifel. Und mit dieser Information werde ich mich jetzt verabschieden. À la prochaine. Au revoir. Oder vielleicht ist das eine Erklärung, warum Dörter immer schimpft, wenn ich an Bord des Xenius-Mobils Käse esse. Aber heute ist sie nicht dabei. Wow.